ein wenig runterfahren. Herr Präsident, meine Damen und Herren sind noch da. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Herr Nettelstroth, ich frage mich, nachdem ich Ihre Ausführungen gehört habe, wo waren Sie eigentlich, als Sie uns beispielsweise auf der Bundesebene zum Thema Schuldenfonds, Altschuldenhilfe für eine Regelung eingesetzt haben, wo auf der Bundesebene sozusagen mit rückgehenden Ausgaben aus dem Solidarpakt Ost hier ein entsprechender Schuldenfonds aufgetan werden sollte, um den Kommunen Hilfestellung geben zu können. Da waren Sie völlig weg bzw. sind abgetaucht bzw. haben Ihre Möglichkeiten nicht genutzt, um hier entsprechend tätig zu werden. Und wenn Sie die Berichte, die vorhin von dem Kollegen Dahm vorgetragen worden sind, nicht wahrhaben wollen, dann sollten Sie mal einen Blick über die Landesgrenzen werfen und schauen, wie den anderen Bundesländern das Thema kommunale Entschuldungsfonds angegangen werden. Ja, ja, zum Beispiel das Bundesland Hessen. Da gibt es einen sogenannten kommunalen Schutzschirm. Der ist ausgestattet mit 95,17 Millionen, die pro Jahr gezahlt werden, komplett aus dem Landeshaushalt finanziert. Unsere Zahlen gegenüber, wir springen 5,76 Milliarden, etwa 560 Millionen pro Jahr und davon etwa 400 Millionen aus dem Landeshaushalt direkt. Mecklenburg-Vorpommern. Sie sprechen von einem kommunalen Haushaltskonsolidierungsfonds. 24,5 Millionen bringen die davon ein, 60% über Befrachtung finanziert, 40% aus dem Landeshaushalt oder etwa 10 Millionen. Niedersachsen. Niedersachsen spricht von einem Zukunftsvertrag Entschuldungsfonds, ausgestattet mit 70 Millionen pro Jahr. Wir, wie gesagt, bei 576 Millionen. 50% aus dem Landeshaushalt, 50% über eine kommunale Sonderumlage. Und selbst Rheinland-Pfalz mit 255 Millionen, das nennt sich dort kommunaler Entschuldungsfonds, 255 Millionen pro Jahr, ein Drittel aus dem Landeshaushalt, sprich 80 Millionen etwa, und ein Drittel über Befrachtung aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz und ein Drittel über einen Fonds, der aus den Notleihen, von den notleidenden Kommunen zu finanzieren ist. So stellt sich NRW dar. Und ich denke, das ist ein ganz guter Vergleich, den man ziehen kann. Oder anders formuliert, wenn es darum geht, den notleidenden Kommunen in Hilfestellung zu geben, tut sich Nordrhein-Westfalen da unheimlich gut vor, insbesondere wenn man einen Blick über die Landesgrenzen hinweg tut. Das zum einen. Das Zweite, und da möchte ich mich mal gerne nicht mit diesem Entschließungsantrag, wissen Sie, ich gucke mir lieber die Papiere an, die Sie früher mal geschrieben haben. Und da gab es mal ein Positionspapier vom 26.10.2010, also rund 6 Jahre alt, kurz nachdem Sie die Mehrheit hier im Landtag verloren hatten. Sie nannten dieses Positionspapier Kommunalfinanzen in NRW, Perspektiven und Alternativen statt Schulden oder anders formuliert abgekürzt Kompass. Und da sprachen Sie davon, dass Sie 500 Millionen bereitstellen wollen. Sie sprachen davon, 400 Millionen aus dem Landeshaushalt. Zur Finanzierung haben Sie ausgeführt, das sollte aus Einsparungen oder aus Steuermehreinnahmen erzielt werden, aber bitte schön nicht dazu beitragen, dass in diesem Zusammenhang die nette Neuverschuldung ansteigt. Zur Frage der Herausnahme der Befrachtungen haben Sie gar nichts gesagt oder andersherum formuliert, das, was Sie an Befrachtung im Gemeindefinanzierungsgesetz drin gehabt haben, damals waren es 166 Millionen, bleibt bestehen. Und natürlich sollte auch keine Einbeziehung der Kommunen an den Grunderwerbsteuern erfolgen, so zumindest aus Ihrem Positionspapier zu entnehmen. 100 Millionen sollten von den betroffenen Kommunen selbst finanziert werden. Das waren Ihre Vorschläge. Und dann gab es noch einen interessanten Satz, fand ich auch sehr, wirklich sehr interessant. Da führen Sie aus, es sollte geprüft werden, inwieweit Kommunen, die durch zusätzliche Bundesmitteleinnahmen über den strukturellen Haushaltsgleich erzielt werden, inwieweit die daran beteiligt werden. Hintergrund, Sie haben gesagt, der Bund muss auch was tun, soll sozusagen bei der Finanzierung der sozialen Ausgaben seinen Beitrag leisten. Und wenn die Kommunen hier zusätzliche Bundesmittel erzielen, dann sollen sie auch sich hier entsprechend beteiligen. Ne? Andere sprechen vielleicht oder möglicherweise hier vom Solidarpakt oder Solidarumlage, die hier reingebracht werden kann. Interessant, letzte Aussage aus diesem Zusammenhang, geht es ja immer darum, inwieweit denn NRW wirklich gut beraten ist mit der Finanzausstattung der Kommunen. Da haben Sie 2010 geschrieben, das Gemeindefinanzierungsplatz bleibt mit einer Verbundquote von 23%, Klammer auf, abzüglich Befrachtung, abzüglich Grunderwerbsteuer, als verlässliche Grundlage der kommunalen Finanzausstattung bestehen. Das waren Ihre Ansagen und so sind Sie herangegangen. Und insofern ist das, was Sie hier in diesem Zusammenhang vortragen, überhaupt nicht ernst zu nehmen. Wir halten an unserem Kurs fest. Wir werden in diesem Zusammenhang weiter dazu
beitragen, dass die Kommunen ihren Konsolidierungskurs fahren. Wir sind da erfolgreich, wie die Berichte zeigen. Demnächst, wenn wir einen weiteren Bericht bekommen, dann wird sich das auch noch mal entsprechend konkretisieren. Und ich glaube, wenn wir in 4 oder 5 Jahren weitergehen, dann werden Sie auch in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Kommunen feststellen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, beziehungsweise die einen Haushaltsausgleich erzielt haben und möglicherweise auch wie Duisburg im letzten Jahr bereits Überschüsse erzielt haben. Vielen Dank.